Leute, es ist endlich soweit. Das wohl größte Hassduell Deutschlands geht in die nächste Runde. Hansa gegen Pauli, ich nehme euch wieder mit. Hoffe, ihr habt Bock drauf. Es wird emotional, hitzig und es ist eine volle Hütte im Ostseestadion. Passend gekleidet auf hoffentlich 3 Punkte. Mann, wir müssen unsere Ehre irgendwann mal wieder verteidigen. Und ich denke, heute ist der beste Zeitpunkt dafür. Platz 1 St. Pauli gegen Platz 11 wir. Aber das hat noch lange nichts zu bedeuten. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wir mit dem besten Lauf der Liga, 3 Siege in Folge, sollten wir heute gewinnen. Dann können wir einen ordentlichen Sprung machen. Ja, und uns fast schon freuen und den Klassenerhalt feiern. Aber ja, immer mit Bedacht, ihr wisst es. Wir sind gerade im feindlichen Gebiet. Ja, warum, wieso, weshalb? Ich nehme heute meinen Bruder mit und einen Kollegen. Ich bin ja auch in Hamburg zur Schule gegangen. Und damals noch in der Klasse mit den ganzen Pauli-Fans, auch im Fußballverein und so weiter, hat man sich immer den ein oder anderen Spruch gegeben. Das war immer ganz witzig. Wir haben es jetzt kurz nach 10. Dann wollen wir die Jungs mal abholen. Und ab geht's nach Rostock. Ihr wisst ja, dass es ein Hochsicherheitsspiel ist. Deswegen reisen die Pauli-Fans auch mit einem Sonderzug an. Sozusagen Schutzzug. Ne, die fahren direkt mit der Bahn hin, Polizeischutz, werden dann ins Stadion geleitet und dann wieder zurück. Wahrscheinlich wird es aber auch den einen oder anderen geben, der mit dem Auto kommt. Bis jetzt habe ich aber noch keinen Pauli-Fan gesehen hier. Aber ein paar SV-Fans habe ich schon gespottet. Die spielen ja auch heute hier gegen Paderborn. Nach 10 Jahren ist der Typ auch endlich mal da. Ja, perfekt, ey, so muss es sein. Und das Auto sieht auch jo, lecker aus, Mann. Jetzt ist auch mal wieder am Start mit ordentlich Verspätung. Das vollgekackte Auto, bitte einsteigen. Na, wie geht's? Ja, gut. Hast ein gutes Gefühl heute? Ja, ein Unentschieden sollte auf jeden Fall drin sein. Mindestens. Okay, los geht's, ab nach Rostock. Angekommen in Rostock. Wir fahren jetzt mal hier zum Hauptbahnhof und checken ein bisschen die Lage ab, was vielleicht schon abgeht oder nicht. Auf jeden Fall viel Polizei. Ja, hier kommen dann auch die Busse dann, ne? Holen dann die ganzen Pauli-Fans ab. Hier im Kreis oder noch eine größere Runde? Genau, ja, kannst du einmal um den Kreis fahren. So, ich zeige euch das. Ne, fahr hier wieder zurück. Hier seht ihr das schon, alles voll Polizei. Da hinten ist der Hauptbahnhof, da kommen dann die ganzen Pauli-Fans raus. Ja. Aber noch sind wir ein bisschen zu früh, 15 Uhr. Ich glaube, die kommen ungefähr 18 Uhr an. In der Stadt erstmal eine Frankies holen, Digga. So muss das sein. Oh, geil. Moment hier, für die Kamera. Für die Kamera. Okay. Und? Schon besonders, ne? Schon nice. Hier mit der Haut und sowas, das gibt's halt nur hier. Auf Frankies reingepfiffen. Ja, sollte man vielleicht nicht zu oft machen, aber war gut. Jetzt hier seht ihr es, noch vom Aufstieg. Die Pyro-Reste, weiß nicht. Sieht man das hier? Ja. Ah, wilde Zeiten, wird man nicht vergessen, so krank. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber hier haben wir den Aufstieg gefeiert, Jungs, am Rathaus. Wir suchen uns jetzt noch was zu essen und ich will ein Bierchen trinken, beziehungsweise er hat schon gar keinen Bock mehr, richtig schlechte Laune. Nein, alles nur Spaß. Ein Bierchen, Jungs, wo gibt's hier ein Bierchen, Mann? Hey, Jungs, auf. Hoffentlich 3 Punkte. Erstmal noch ein kühles. Lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, wenn ihr ja, irgendwie noch weitere Vorschläge habt, was man machen soll. Was macht der da, ey, mit seiner Pizza? Ey, was soll denn das? Auf dem Weg zum Ostseestadion gibt es jetzt noch eine Head-to-Head-Statistik. 10-mal konnten wir gewinnen, also Hansa, und 9-mal Pauli. 19 aufeinandertreffen, kein einziges Mal unentschieden. Jungs, was sagt ihr dazu? Schon Zufall, ne? Ich weiß gar nicht, was das heißt. Kannst du heute gar keine Unentschieden geben. Das erste vielleicht, oder? Die 3 Punkte, weil 3-2, 3-1. 3-0 ist drin, 3-0 ist safe. Drin. Safe. Alles voller Polizei. Aber ich glaube, naja, eigentlich die Auswärtsfans kommen da hinten rein. Keine Ahnung, warum hier so viel Polizei. Obwohl, warte mal. Das sind die
Ist das Dings, Pauli Bus? Krank. Oha. Perfektes Timing. Scheiß St. Pauli! Wir sind leer, da ist gar kein da ist gar keiner drin. Fehlalarm. Ich glaube, die verstecken sich in der Mitte, doch, da. Ja, die machen alle Kopf runter. Was man nicht alles sieht, ey. Wow. Jungs, hier, der alte Kartenverkauf ist natürlich jetzt in der zweiten Liga wieder schwieriger, aber damals in der dritten Liga hast du hier immer Karten bekommen. Ist jetzt leider, oder was heißt leider, nicht mehr möglich, weil es aus dem Stadion ausverkauft ist. Jungs, kommt hier auch mal rein, ist ein Erlebnis, muss man auf jeden Fall mal machen, oder? Jeder, der kann und noch, Geld hat. Nimm mal noch einen Schluck. Jeder, der kann und Geld hat, ab ins Ostseestadion Mitglied werden. Euer Tipp! 2-1 Hansa! So geile Friese, Jari Liedmann, Junge. Jawohl. Ich sag dir ehrlich. Pass an für Glück. Alter, das ist fürs Glück. Ja, Jungs, ihr noch sehr, sehr korrekte, euren Tipp. Ja, ein saftiges 4-0. 4-0? Optimistisch. 1-1. Ist auch okay, unentschieden. 4-0 wird das heute, wir schießen die weg und dann holen wir uns die Klasse aber heute schon. Genau, nehmen wir mit. Pike! Pike! Ruth! Ah ne, Moment mal! Hertel! Pike! Hertel! Schon mal ein Stimm fürs Spiel. Moin Jungs! Was sagt ihr? Tipp! 1-0? Ich sag 2-1. 2-1? Letzter Sieg 2008. Und heute wird es wieder soweit sein. Ich sage es euch. Endlich mal pünktlich im Stadion. Hansa-Fan, jo! Dauerkarte! 3-1 gegen St. Pauli! Genau! Scheiß Topfwurde! Und Grüße nochmal an den Hansa-Fan aus Hagenow. Richtig geil, vor der Toilette gefunden. Perfekt! Der Pauli-Trainer Schulz ab. Ja, Mikrofon. Mein Bruder einfach am Telefonieren hier, mitten bei der Ausstellung. Arbeit, wichtig. Im Tor, unser Markus Gorgon! Die Nummer 18!
ersten Sieg kann draußen, okay, müssen wir mal schauen, was das heute gibt. Nach zwei Jahren endlich wieder ein volles Stadion und jetzt kommt euer, unser Hansa Treiber. Ob mit Freude oder mit Schmerz, wir wollen Hansa und sonst keinen. Und es verbindet uns was. Wir halten zusammen, wir werden nicht untergehen. Für Rot-Gold-Gelb! So will ich das sehen. Alle am Stehen. Heute ist hier Stehtribüne. Alle am Stehen. Sehr, sehr geil, Mann. Da hinten die Pauli-Fans. Ihr könnt sie sehen. Auch zahlreich am Start. Ja, und eigentlich 1-0 für uns. Aber es hat nicht gezählt. Ja. Geil. Thank you.
Scheiße ist gezinkt! Die Scheiße ist gezinkt! Verzogen wie ein verzogenes Kind. Abseits jetzt, komm, geh rein da, geh rein da. Du hast gesagt, wir sind in die Mauer. Rückraum! Ja, nochmal! Richtig gutes Spiel bisher, muss man sagen. Halbzeit, ja, safe. Also, erste Hälfte, wir haben uns richtig gut geschlagen. Ich weiß nicht, was das beim 1:0 war. Keine Ahnung, angeblich ein Foulspiel. Wie ist euer Halbzeitfazit, Jungs? Sehr, sehr korrekte Jungs hier. Die haben das Finalticket geholt. Holt es euch auch noch. Ihr müsst ins Stadion kommen. Zwei, drei Dinger. Meine Pauli-Fans. Vom Wind irgendwie. Vom Winde verweht. Eieiei.
einfach gegen Pauli, Mann. Was sagst du denn? Digga, Nico! Wechsel bei den Gästen. Ganz alles Zeit zu wechseln. Aber Don, Junge! Don! Ich hoffe, bei Don ist nicht allzu ernst ist. Und ganz schnell, gute Besserung an unsere Nummer 18. John! Hab ich gesehen, das war nix. Mit Auge. Wird das der 4. Sieg in Folge? 76. Ja, 15 Minuten noch. Sieht gut aus. Das ist halt eben auf dem Spiel. Hat er? Geil geblickt. Hey Junge, was geht beim Assistenten ab? Hey, was war denn? Der ist besoffen. Hä? Der läuft einfach aufs Spielfeld. Machen die gut da hinten. Folge. Oh mein Gott. Er geht noch, ne? 40 Punkte und ist es safe. Wie viel haben? Warte mal, 37, ne? Ja. Stabil stehen, ja? Hat da viel zu kurz. Jetzt! Sieg an! Ja! Ja! Harris! Auf Sieg an! Foul! Zeit! Du hast Zeit! Ja, nochmal! Holke! Ja! Ja! Haben wir ein Team, die alle abziehen. Nehmen! Geil!
Ist das geil! Ist das geil! Könnte am Spielstand liegen, man weiß es nicht. Schön, so was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Oh, ist das schön. Die Frage ist, vierter Sieg, wer soll noch kommen? Nächste Woche? Düsseldorf! Ab nach Düsseldorf! Hubschrauber dreht auch noch seine Kreise hier. Formstärkstes Team der Liga. Im März auf Platz Nummer 1. Und das wird vielleicht nächste Saison. Geht es um Aufstieg? Nein, okay, übertreiben ist mal nicht, ne? Ja, jetzt einfach ein paar Jahre etablieren. In der zweiten 20 Verträge oder so laufen bei Hansa aus. Jetzt muss doch die Motivation bei jedem gekickt sein, den Vertrag zu verlängern. Also Jungs, worauf wartet ihr noch? Was ein Spiel. Wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Ihr müsst wieder nach Hamburg. Ich werde jetzt die Nacht für euch dieses geschichtsträchtige Video schneiden. Und ich bin einfach unglaublich sprachlos. Immer wieder kann ich es nur sagen mit dem geringsten Budget. Am Ende ging es sogar einfach in Ordnung. Klar, Pauli auf Platz 1. Mussten gewinnen, hatten den Druck und am Ende hatten sie ein bisschen die Hosen voll, würde ich einfach mal behaupten. Danke auf jeden Fall an jeden Daumen. Schreibt mal euer Fazit in die Kommentare. Seit 2008 haben wir nicht mehr gegen Pauli gewinnen können. Jetzt ist es wieder soweit gewesen. 11 Siege für Hansa, 9 für Pauli. Ihr wisst, wer die Nummer 1 hier ist. Also bleibt stabil. Danke an jeden Support und bis zum nächsten Mal.